Die Wundversorgung irgendwie hier. Also viele Menschen auf der Straße haben Probleme mit tiefen Wunden an den Beinen. Offene Beine. Offene Beine, genau. Das ist irgendwie so ein bisschen schwer. Wissler, sie wird sich zu folgenden Themen äußern. Zum einen zur Sitzung in Meseberg, die Sozialpolitik der Ampel und die Kindergrundsicherung. Und zum anderen zum Fall Aiwanger, den Bundeswehrabzug aus Mali. Und zum geplanten Selbstbestimmungsgesetz und der Position der Linken dazu. Ja, meine Damen und Herren, die von Bundeskanzler Scholz groß angekündigte Einigung zur Kindergrundsicherung ist da. Man muss allerdings sagen, groß ist daran gar nichts. Es ist eher kümmerlich, es ist peinlich, weil es dem Kampf gegen Kinderarmut überhaupt nicht gerecht wird. Die Kindergrundsicherung wird ihrem Namen nicht gerecht. Es ist ein versprochenes Wahlkampfversprechen und auch Versprechen aus dem Koalitionsvertrag der Ampel. Experten sind davon ausgegangen, dass 20 Milliarden mindestens gebraucht werden, um die Kinderarmut in diesem Land zu bekämpfen. Das Familienministerium selber hat von 12 Milliarden gesprochen. Lindner war nur bereit, 2 Milliarden einzustellen. Und jetzt feiert es die Familienministerin als einen Meilenstein, dass es 2,4 Milliarden Euro werden. Und das wohlgemerkt auch erst zeitverzögert und nicht ab sofort. Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, diese Kindergrundsicherung ist wirklich ein schlechter Witz. Es ist ein Schlag ins Gesicht der Familien, die in Armut leben. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, Kinder aus der Armut zu holen. Es ist eine Mogelpackung und ein gebrochenes Versprechen, weil im Wesentlichen nur Gelder umetikettiert werden. Und das hat Christian Lindner ja auch in den letzten Tagen immer wieder gesagt. Es ginge nicht darum, den Familien mehr Geld zu geben, sondern eben die Maßnahmen anders zu bündeln. Und ich halte es wirklich für eine Frechheit, arme Familien, arme Kinder mit dem Verweis auf möglicherweise bessere Rahmenbedingungen an den Schulen abzuspeisen, bei denen wir wissen, bei dieser Ampel kommt auch das nicht. Aber das hilft ja den Familien nicht, die ihre Kinder vernünftig ernähren müssen, die ihnen Kleidung kaufen müssen und Schulmaterialien. Es ist wirklich eine Bankrotterklärung und ich muss schon sagen, das war ja das zentrale sozialpolitische Versprechen dieser Koalition. Und dass es so dürftig rausgegangen ist mit 2,4 Milliarden, das kritisieren wir. Und damit wird die Kinderarmut in diesem Land eben nicht bekämpft. Die SPD fordert einen Mietenstopp. Das ist eine gute Idee. Die Frage ist, von wem fordert die SPD das eigentlich? Weil es ist ja nun so, dass die SPD nicht nur den Kanzler stellt in der Koalition, sondern auch die Bauministerin. Und da kann man nicht immer nur mit dem Finger auf den Justizminister zeigen und sagen, ja, der verhindert alles. Die SPD sagt, wir brauchen einen Mietenstopp und eine Regulierung der Indexmieten. Und in dem Zusammenhang will ich daran erinnern, beides hat die Linke beantragt. Im Oktober letzten Jahres hat die Linke Anträge eingebracht zur Regulierung der Indexmieten. Also das heißt, dass Mieterhöhungen an die Inflation gekoppelt sind, was natürlich für viele Haushalte gerade ein richtiges Problem ist. Und wir haben eingebracht einen Mietenstopp für 6 Jahre. Genau das, was die SPD jetzt fordert. Leider hat die Ampel das abgelehnt und hat aber auch nichts Eigenes vorgelegt. Also von daher stellt mich mir die Frage, wie ernst ist das gemeint? Und wenn die SPD der Meinung gewesen wäre, dass man das bräuchte, warum hat sie es nicht im Koalitionsvertrag verhandelt? Warum macht sie da an der Stelle nicht mehr Druck? Weil die Situation ist dramatisch. Alle 12 Minuten fällt eine Wohnung aus der Sozialbindung. Wir haben teilweise bis zu 60% Steigerung bei den Mieten in den großen Städten in Deutschland. Viele Haushalte wissen kaum, wie sie die Miete bezahlen sollen. Ist ja auch nicht nur die Miete, ist ja auch die Energiekosten, die gestiegen sind, die Lebensmittelkosten. Deswegen sagen wir, dringend muss bei der Klausur in Meseberg dieses Versprechen angegangen werden, weil es hieß ja, man wolle mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das war ein zentrales Wahlkampfversprechen der SPD und das muss jetzt mal, so haben wir bald Halbzeit der Ampel, also langsam könnte man dann auch anfangen, diese Versprechen mal umzusetzen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum in gemeinnütziger Hand. Wohnen ist ein Grundrecht. Und wir sind als Linke der Meinung, man muss Wohnen und Mieten dem Markt entziehen. Wir brauchen eine klare Regulierung, einen Schutz der Mieterinnen und Mieter. Und deshalb Mietenstopp, deshalb einen Mietendeckel, der auch dafür sorgt, dass die Mieten nicht nur gestoppt, sondern an einigen Orten auch gesenkt werden. Und eine Förderung des sozialen Wohnungsbaus. In Meseberg
müssen auch die Weichen für die Zukunft des Deutschland-Tickets gestellt werden. Die Bundesregierung darf sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen, weil wir ja jetzt schon hören, dass es sonst natürlich zu Preiserhöhungen kommen wird. Bislang teilen sich Bund und Länder die Kosten für das Ticket, doch die Übernahme der Mehrkosten ist nur bis Ende dieses Jahres gesichert. Und wenn man die Menschen dazu bewegen will, das Auto stehen zu lassen, dann ist es eben notwendig, dass Bus- und Bahnverkehr auch günstiger werden und dann eben konkurrieren können und dass sie natürlich entsprechend auch ausgebaut werden. Das heißt, der Bund muss handeln und die Mehrkosten übernehmen, ohne Wenn und Aber. Die Länder brauchen Planungssicherheit, weil sonst ist eines der ganz, ganz wenigen Projekte, wo man sagen kann, da hat die Ampel zumindest mal was aufs richtige Gleis gesetzt, auch wenn das 49-Euro-Ticket viel zu teuer ist für viele Menschen. Sonst ist das auch bald Geschichte, weil es sonst einfach enorme Preissteigerungen geben wird. Und wir wissen, Verkehrsminister Wissing ist ein Komplettausfall beim Thema Verkehrswende, beim Thema Voranbringen der Bahn und des ÖPNV. Wir sind der Meinung, in Meseberg muss dringend deutlich gemacht werden, dass man an einem bezahlbaren Ticket festhalten will und dass es nicht sein darf, dass man aufgrund dieses Kürzungshaushaltes, aufgrund der ausbleibenden Gelder dieses Ticket eben deutlich teurer wird und dann eben auch seinen Zweck überhaupt nicht mehr erfüllt. Wir erleben gerade einen Haushalt, oder ein Haushalt hat die Ampel eingebracht, der enorme Kürzungen mit sich bringt. Und die Bundesregierung, das hatte ja Bundesinnenministerin Faeser versprochen, hatte ja gesagt, man wolle mehr Geld in die Hand nehmen, um gegen rechts zu kämpfen. Und sie hat gesagt, besonderes Augenmerk sollte auf der Prävention liegen und darauf eben Demokratieförderung zu machen. Nur leider steht das zwar im Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, den die Bundesinnenministerin letztes Jahr vorgelegt hat. Was die Ampel tut, ist das Gegenteil. Und es ist so, dass wir gerade über ein Erstarken der Rechten sprechen, dass wir eine Zunahme von rassistisch motivierter Gewalt haben und von rechtem Terror nach NSU, nach Halle, nach Hanau. Und was tut diese Bundesregierung? Sie kürzt bei der politischen Bildung, sie kürzt bei der Opferhilfe, sie kürzt bei den Demokratieförderung. Alleine die Bundeszentrale für politische Bildung, minus 20 Millionen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung, Hate Aid, das Anne-Frank-Zentrum. Alle sind von großen Kürzungen betroffen. Diese Zahlen hat unser Abgeordneter Viktor Perli, der für uns im Haushaltsausschuss ist, recherchiert. Es sind dramatische Kürzungen für diese Projekte. Und ich finde, wenn Bundesinnenministerin Faeser glaubwürdig sein will im Kampf gegen rechts, dann muss sie diese Kürzungen stoppen, dann darf sie die nicht umsetzen, meine Damen und Herren. Weil ganz ehrlich, wollen wir wirklich nachkommenden Generationen sagen, sorry, ihr lebt jetzt zwar unter einer faschistischen Regierung, aber wir haben mal 2 Jahre die Schuldenbremse eingehalten und für die schwarze Null ging das nicht anders. Nein, ich finde, gerade in Verantwortung für kommende Generationen müssen wir doch alles tun, um Demokratieförderprojekte voranzubringen, den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus zu fördern, dass dort die zivilgesellschaftlichen Strukturen stark sind. Und deshalb geht es bei diesen Kürzungen um die Glaubwürdigkeit der Bundesinnenministerin und der gesamten Ampel im Kampf gegen rechts. Und ich bleibe bei diesem Thema, dass am Wochenende bekannt gewordene Flugblatt ist menschenverachtend, es ist antisemitisch. Das Flugblatt aus dem Hause Aiwanger. Es verharmlost den Holocaust und die Ermordung von Millionen jüdischer Menschen nicht nur. Es feiert das regelrecht. Und das ist widerwärtig. Stellt sich auch die Frage, warum das damals keine ernsthaften Konsequenzen hatte. Nur mal so als Nebenbemerkung, hätte Aiwanger einen Stopp-Strauß-Button damals getragen, da hätte das ganz anders aussehen können mit Konsequenzen in Bayern. Aber es hatte ja offensichtlich überhaupt keine Konsequenzen, bis auf, halte mal bitte ein Referat. Nun hatte Herr Aiwanger ja Gelegenheit, sich zu erklären. Aber er hat die offenen Fragen nicht beantwortet. Also, warum waren die Flugblätter überhaupt in seiner Schultasche? Hat er sie verteilt? Wie hat er zu dem Inhalt gestanden? Und warum hat er ein solches Verhalten gedeckt? Und die Einlassung seines Bruders, der jetzt der Autor sein will, hat das Ganze ja noch schlimmer gemacht. Also zu sagen,
Ich war wütend, weil ich in der Schule durchgefallen war. Das haben ja bekanntermaßen schon viele Schüler erlebt. Aber deshalb schreibt man ja noch lange kein menschenverachtendes antisemitisches Flugblatt. Das hat überhaupt keinen Zusammenhang zueinander. Nein, dieses Flugblatt zeigt doch, dass da ein rechtes, ein rechtsextremes, ein Nationalsozialismus verherrlichendes Weltbild da war. Und ich will deutlich machen, das Problem bei Aiwanger ist nicht nur seine Vergangenheit vor 35 Jahren. Das Problem ist auch seine Gegenwart. Wer mit Beatrix von Storch zusammen auftritt, wer Ressentiments schürt und wer auf Kundgebungen rechte Parolen trischt, ja, der hat offensichtlich ein rechtes Weltbild. Und deshalb halten wir Aiwanger als Minister für untragbar. Der bayerische Ministerpräsident sollte schnell Konsequenzen ziehen und diese Zusammenarbeit beenden. Sonst wird aus dem Skandal um Aiwanger ganz schnell auch ein Söder-Skandal. Die Bundeswehr steht kurz vor dem Abzug aus Mali. Im kommenden Jahr läuft das Bundestagsmandat aus, aber wahrscheinlich werden die Soldaten das Land schon früher verlassen. Mali, Niger, Sudan, die Einsätze in der Sahelzone zeigen ein desaströses Ergebnis auf. Die Strategie der Bundesregierung ist da dramatisch gescheitert. Die Sicherheitslage in Mali verschlechtert sich zunehmend für die dort stationierte Bundeswehr, aber eben auch für die einheimischen Ortskräfte, wo die Angst umgeht. Und viele fürchten, dass sie als vermeintliche Kollaborateure demnächst verfolgt werden. Die Bundeswehr versucht jetzt, Material außer Land zu bringen, aber es sind überhaupt keine Bemühungen bekannt, dass man versucht, die Ortskräfte außer Landes zu bringen. Rund 400 Helferinnen und Helfer haben für die Bundeswehr dort gearbeitet, als Fahrer, als Dolmetscher. Und diese Menschen sind akut bedroht. Erste Ortskräfte berichten bereits von Todesdrohungen, leben in großer Angst. Und deshalb sagen wir ganz klar, die Bundesregierung darf keine Zeit verlieren. Sie braucht jetzt einen Evakuierungsplan für die bedrohten Ortskräfte und deren Familien, um die Betroffenen ausfliegen zu können. Und ich finde, wer für sich reklamiert, eine wertebasierte Außenpolitik zu verfolgen, der darf die Menschen nicht im Stich lassen, wie das bereits in Afghanistan geschehen ist. Weil sonst droht in Mali eine ähnliche Katastrophe wie in Afghanistan, wo man beim Abzug hunderte Ortskräfte und deren Familien einfach ihrem Schicksal überließ. Und das bis heute tut, weil bis heute gibt es ja diese Evakuierung nicht. Deshalb, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Die Situation vor Ort kann immer weiter eskalieren. Deswegen fordere ich die beteiligten Ministerien auf, jetzt zu handeln, jetzt tätig zu werden und die Menschen zu evakuieren. Ein letztes Thema möchte ich noch ansprechen. Die Ampelkoalition hat sich auf einen Gesetzentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz geeinigt. Trotz Detailkritik, die wir durchaus haben, ist das ein Fortschritt für Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen, mit ihrem Geschlecht, mit dem sie zur Welt gekommen sind, identifizieren. Und die Linke, das will ich auch deutlich sagen, hat das bereits im Erfurter Programm, im Grundsatzprogramm der Linken auch gefordert. Und warum das so wichtig ist, das kann jeder wissen, der sich mal mit einer Transperson unterhalten hat oder auch wer auf die Gewaltstatistiken schaut. Wer den Mut hat, sich als trans zu outen, ist Beleidigungen und Anfeindungen ausgesetzt, die bis hin zu schwerer körperlicher Gewalt gehen können. Ich möchte erinnern an Malte, an einen Transmann, der an seinen Verletzungen starb, die ihm zugefügt wurden, als er im letzten Jahr am Rande des CSD in Münster zwei belästigten Frauen zur Hilfe kam. Und wie stark diese Ressentiments, die Transphobie verbreitet ist, kann man auch an den Reaktionen auf dieses Gesetz ablesen. Es wird davon gesprochen, dass von Transpersonen, von Transfrauen Gewalt ausgehen könnte. Aber wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann stellen wir doch fest, dass Transpersonen vor allem und in allererster Linie Opfer von Gewalt sind. Sie werden Opfer von Gewalt. Und das zeigen auch alle Statistiken. 1051 trans- und homophobe Straftaten. Die Dunkelziffer ist vermutlich noch deutlich höher. Und ich muss schon sagen, dass jetzt Menschen, von denen man noch nie feministische Aussprüche gehört hat, die sich noch nie um die Finanzierung von Frauenhäusern gekümmert haben, ja, dass jetzt Rechte wie die AfD, aber auch Teile der Union gegen das Gesetz polemisieren, angeblich aus Angst um Schutzräume für Frauen, um die sich vorher nie gesorgt haben.
Das zeigt doch eine ganz gefährliche Instrumentalisierung, weil die Erfahrung zeigt doch auch, dass es nicht so ist, dass Frauen Umkleidekabinen jetzt irgendwie voll sind von Transfrauen, sondern die Erfahrung ist doch ganz im Gegenteil, dass es sehr viele Transpersonen gibt, die sich überhaupt nicht trauen, in ein Schwimmbad zu gehen, weil sie Angst haben vor Anfeindungen. Und deswegen sind wir der Meinung, man muss das zurückweisen und vor allem dürfen wir nicht zulassen, dass Menschen als Ziel markiert werden, dass Menschen angefeindet werden, die ihre sexuelle Identität so leben wollen, wie sie das möchten und wie sie das fühlen. Und um das auch deutlich zu machen, weil das ja in den Tagen jetzt auch durch die Welt geisterte, nein, trans zu sein ist keine Mode, es ist auch kein Trend. Es ist ähnlich wie oder genauso wie bei der Homosexualität. Die Menschen suchen sich das nicht aus oder entscheiden sich dafür. Und deshalb ist es auch ein wenig absurd, wenn man sich anschaut, welchen Diskriminierung Transpersonen ausgesetzt sind, zu glauben, das sei ein Modetrend, dem jetzt Menschen hinterherlaufen würden. Für uns ist ganz klar, dass unsere Solidarität den Menschen gilt, die angefeindet werden, die an diesem Wochenende auch unser Vorstandsmitglied Maja Tegeler, die Zielscheibe des rechten Mobs wurde. Maja ist Mitglied der bremischen Bürgerschaft und sie engagiert sich für die Belange queerer Menschen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle Maja, aber auch allen anderen Betroffenen von Transfeindlichkeit meine Solidarität aussprechen und deutlich machen, lasst den Mut nicht sinken, ihr seid nicht alleine. Und es ist notwendig, darum zu kämpfen, dass alle Menschen in Würde leben können und niemand aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder sexuellen Identität angefeindet wird. Gibt es Fragen? Frau Peitzer. Frau Wissler, zur Kindergrundsicherung. Hat die Linke mal durchgerechnet, wie viel nach Ihren Berechnungen gebraucht worden wäre? Muss man ja jetzt, glaube ich, fast sagen. Ja, die meisten Expertinnen und Experten gehen ja davon aus, dass 20 Milliarden, dass das so die Untergrenze wäre. Wir haben ja ein Modell als Linke, das besagt, dass wir die Kindergrundsicherung auf 4 Säulen stellen wollen. Also das Kindergeld zu erhöhen für alle auf 328 Euro. Das zusätzlich, also bedarfsgerecht, je nach Einkommen, das dann zu erhöhen auf bis zu 681 Euro. Das heißt, das wäre die erste Säule, die ersten beiden Säulen. Als dritte Säule kinderspezifische Wohn- und Heizkosten und das vierte die sogenannten besonderen Bedarfe. Und wir gehen davon aus, dass man eben mindestens diese 20 Milliarden in die Hand nehmen müsste, um Kinderarmut wirklich wirksam bekämpfen zu können. Jetzt nur, was die Leistungen angeht. Aber es ist natürlich auch richtig, dass wir zum Beispiel fordern, dass es ein kostenfreies Mittagessen gibt, dass es natürlich eine reale Lernmittelfreiheit geben muss. Also von daher muss natürlich auch was an den Strukturen verändert werden. Aber das ist unsere Idee zur Kindergrundsicherung. Und das ist so die Größenordnung, 20 bis 30 Milliarden, auf die wir kommen, wenn wir uns diese 4 Säulen so anschauen. Aus welchem Topf würden Sie es denn nehmen? 20 bis 30 Milliarden ist natürlich echt eine große Größenordnung. Ja, also wenn wir darüber reden, dass wir Armut bekämpfen wollen, dann müssen wir über Steuergerechtigkeit reden, weil Armut und Reichtum sind ja immer zwei Seiten einer Medaille. Die einen werden reicher in diesem Land und andere wissen nicht, wie sie über die Runden kommen. Und deswegen ist für uns ganz klar, dass wir eine Umverteilung von gesellschaftlichem Reichtum brauchen. Und zum Beispiel eine Möglichkeit wäre ja zur Bekämpfung von Armut und auch zur Bekämpfung der Folgen der Inflation eine echte Übergewinnsteuer einzuführen, wo die Ampel leider gerade völlig versagt hat. Also Wirtschaftsminister Habeck hat ja letzte Woche die Zahlen vorgelegt, was er da eingenommen hat an Übergewinnsteuer, 417 Millionen. Nach dem Konzept der Linken hätte man natürlich ein Vielfaches einnehmen können. Und das haben ja auch viele Experten gefordert, das haben viele andere Länder gemacht, die gesagt haben, wenn Konzerne dreistellige Milliardengewinne machen, leistungslos, einfach aus den Taschen der Verbraucherinnen und Verbraucher, dann ist es notwendig, das umzuverteilen. Und auch ansonsten sagen wir natürlich, wir brauchen eine Reform der Einkommensteuer, wir brauchen eine stärkere Besteuerung von Vermögen und wir brauchen eine stärkere Besteuerung von Unternehmen, um eben die Armutsbekämpfung zu finanzieren. Ich will aber auch nur darauf hinweisen, dass es ja in der letzten Woche auch noch mal eine Studie gab zum Thema Kinderarmut, die auch noch mal gesagt hat, dass teurer als die Bekämpfung von Kinderarmut ist die Nichtbekämpfung von Kinderarmut, weil die Folgekosten einfach so enorm sind, ne? Also
fehlende Bildungschancen, die Frage Ausbildung, die Frage gesundheitliche Folgen. Also von daher würde ich sagen, aus meiner Sicht, von meinem Menschenbild ist klar, jedes Kind hat das Recht, ohne Armut und in Würde aufzuwachsen. Aber es ist eben tatsächlich auch so, dass die Kosten des Staates eben nicht dadurch sinken, dass man sagt, wir bekämpfen die Kinderarmut nicht, sondern die Folgekosten sind viel größer. Und das hat die Studie letzte Woche ja gezeigt, dass es sogar auch volkswirtschaftlich Sinn und aus Kosten, also aus Sicht des Staates Sinn macht, finanziell die Kinderarmut zu bekämpfen. Passend zu dem Thema gibt es von web.de GMX eine Nachfrage zu Meseberg, und zwar, was dafür Impulse ausgehen sollen aus Meseberg, auch bezogen auf die Wirtschaft. Stichwort Industriestrompreis und Konjunkturprogramme. Also zum Thema, also ich habe ja ein paar Punkte gesagt, was ich glaube, was in Meseberg auf den Weg gebracht werden müsste, also beim Thema Deutschlandticket und Ausbau des ÖPNV, aber auch beim Thema Weichenstellung zur mehr soziale Gerechtigkeit. Was das Thema Industriestrompreis angeht, wir sehen das Problem, aber sind etwas skeptisch bei der Frage der Lösung, weil man muss ja schon sagen, dass nicht alle Unternehmen jetzt gerade keine hohen Gewinne machen. Ne? Und das Problem ist natürlich, bei einem allgemeinen Industriestrompreis wäre es ja schon so, dass auch die Konzerne, die wirklich hohe Gewinne machen, damit subventioniert würden. Und ich sage mal, ein Industriestrompreis, der ja dann so aussehen würde, dass es gedeckelt würde, aber das, was darüber hinausgeht, wenn das dann auf Kosten der Allgemeinheit, also der Steuerzahler und Steuerzahler subventioniert wird, dann hielte ich das für eine, für ein Problem. Ich finde, wir müssen eher an zwei anderen Punkten ganz stark ansetzen. Das eine ist, wir brauchen einen Transformationsfonds, um auch die Unternehmen dabei zu unterstützen, umzurüsten, auch energiesparender zu produzieren. Das ist dringend notwendig aus ökologischen Gründen und auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und das Zweite, was wir brauchen, ist, dass wir doch auch ansetzen müssen an der Preissetzung. Na, also was ich, eine Situation, die wir nicht wollen, ist, dass die Energiekonzerne weiter riesige hohe Gewinne machen, ja, und der Staat auf Kosten der Allgemeinheit subventioniert, dass diese hohen Gewinne weitergemacht werden können und der Industriestrompreis dann nicht so hoch ist. Also ich finde, wir müssen auch dort ansetzen und brauchen wirksame Preiskontrollen für die Haushalte sowieso, aber auch im Bereich der Industrie. Das fände ich wichtig und einen notwendigen Punkt. Noch eine organisationspolitische Frage von der Jungen Welt, wie es um den aktuell geplanten Parteikonvent aussieht und wie der aktuelle Stand ist. Ja, also nur vorweg, also unsere Satzung kennt ja keinen Parteikonvent, aber Sören Pellmann hatte ja im Sommer vorgeschlagen, dass sich Parteivorstand und Fraktion, so hat er es vorgeschlagen, zu einem Parteikonvent zusammenfinden, und zwar möglichst noch vor der Fraktionsklausur. Und ich hatte ja damals gesagt, ich finde das einen guten Vorschlag. Wir haben das beraten und das haben wir auch heute Abend eingeladen. Also die Bundestagsfraktion, den Parteivorstand, noch die Landessprecherinnen und die Fraktionsvorsitzenden der Länder dazu und das Präsidium des Bundesausschusses. Also von daher den Vorschlag von Sören Pellmann haben wir aufgenommen und halten das für einen guten Vorschlag. Also eben ein Zusammenkommen von Bundestagsfraktion und Parteivorstand. Und das ist aktuell der Stand. Und ich will noch mal darauf hinweisen, dass wir in den letzten Monaten insgesamt 5 Regionalkonferenzen auch gemacht haben, 4 in Präsenz, eine online. Das heute Abend findet online statt, um das nur deutlich zu machen, weil das ist natürlich aufgrund der Ferienzeit, einige Bundesländer haben noch Ferien, einige sind noch verreist, also heute Abend ist das natürlich eine Online-Sitzung, weil das wäre jetzt so kurzfristig ja überhaupt nicht möglich gewesen, das in Präsenz zu organisieren und hätte ja dann auch viele ausgeschlossen. Also wir haben Regionalkonferenzen gemacht, 4 in Präsenz, eine online, dazu waren alle Mitglieder der Partei Die Linke eingeladen. Wir haben gute Diskussionen dort geführt, sowohl über die inhaltliche Ausrichtung als auch über die Strategie der Partei, als auch über organisationspolitische Fragen. Das haben wir gemacht und wir haben am Wochenende im Parteivorstand das auch nochmal beraten. Wir sind natürlich
halten wir es für dringend notwendig, dass wir in dieser Partei miteinander diskutieren, miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, aber das hatte Sören Pellmann ja auch nicht vorgeschlagen, die Idee, die ja so eine Einzelne hatten, dass man quasi alle einlädt, das ist natürlich bei einer Partei, die 50.000 Mitglieder hat, organisatorisch ein bisschen schwieriger. Aber ich will darauf hinweisen, wir haben im November ja auch den Bundesparteitag, wo die gewählten Delegierten aus den Ländern zusammenkommen. Eine Nachfrage und dann noch Frau Peitzer. Daran anschließend Ines Trams vom ZDF, mit Blick auf diese Woche, Blick auf Klausur, Sie haben es auch gerade angesprochen, Sie haben am Wochenende zusammengesessen und mit Blick auf nächsten Montag. Weiß die Parteispitze denn schon, die ja ein Vorschlagsrecht hat, wen sie vorschlagen möchte, wird für den Fraktionsvorsitz? Wir sind in Gesprächen und versuchen da eine Lösung zu finden. Ich habe eine persönliche Präferenz, aber die halte ich noch für mich. Dann frage ich noch mal nach. Also eine persönliche Präferenz kann man ja auch für sich selbst haben. Möchten Sie es tun? Möchten Sie die neue Fraktionschefin im Deutschen Bundestag werden? Also ich hatte ja, ich glaube, es war im Interview mit der Süddeutschen gesagt, es ist wichtig, dass Fraktion und Partei mit einer Stimme sprechen, aber dass diese Stimme nicht zwingend aus einem Mund kommen muss. Ich möchte jetzt gar nicht über einzelne Namen spekulieren. Ich halte es für notwendig, dass wir eine gute, tragfähige Lösung an der Fraktionsspitze haben und finden. Und ja, alles andere in den nächsten Tagen oder wie auch immer wir das da miteinander diskutieren werden. Aber ich sage auch mal so viel, ich bin als Parteivorsitzende, ich bin sehr gerne Parteivorsitzende. Wir haben gerade einen Plan 25 gemacht. Wir haben gesagt, wie wollen wir die Linke wieder aufstellen, neu aufstellen, dass sie erfolgreich ist. Also da liegen auch eine ganze Menge Aufgaben, denen ich auch ganz gerne nachkommen möchte. Eine organisatorische Nachfrage. Ja. Aber es schlösse sich rein theoretisch nicht aus, ne? Also es ist in Ihrer Partei möglich, dass man Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz in einer Person bündelt, richtig? Das ist theoretisch möglich. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber möglich wäre es, ja. Frau Schmidt-Roschmann, dann Herr Jahn. Von dieser Sitzung heute Abend, erwarten Sie da einen Personalvorschlag? Also wird es dort geklärt oder geht es da um andere Dinge? Was wollen Sie da eigentlich besprechen? Also was wir heute Abend auf der Tagesordnung haben, ist zum einen die Frage des Europawahlkampfs. Wir haben ja am Wochenende auch im Parteivorstand den ersten Entwurf fürs Europawahlprogramm diskutiert. Es geht um die Frage auch des Europaparteitags. Es geht um die Frage Plan 25, wie kommen wir wieder in die Offensive. Selbstverständlich wird es auch um die Wahlkämpfe in Hessen und Bayern gehen. Die beiden Länder sind natürlich auch da und werden nochmal über den Stand der Dinge berichten. Ich habe am Wochenende Wahlkampf in Hessen gemacht, habe mich sehr gefreut über die Unterstützung aus Thüringen, aus Baden-Württemberg, über die vielen Genossinnen und Genossen, die da am Wochenende waren, unterstützt haben. Das werden Themen sein, aber natürlich auch die aktuelle Situation und die Herausforderungen, vor denen die Linke jetzt steht. Aber ich erwarte heute Abend nicht, dass wir, beziehungsweise das steht nicht auf der Tagesordnung, das ist auch nicht geplant, dass wir jetzt heute Abend da zu einer Entscheidung kommen über die Frage des Fraktionsvorstands. Ja, es sollte eigentlich auch um heute Abend gehen. Mhm. Und die Frage, ob es dann morgen etwas Neues gibt, spätestens oder nicht, zumal Sie ja auch, also das ist ja ganz schön mit dem Plan 25, aber wenn man ein Problem in der Woche hat, in der man sich gerade befindet, hat das ja wahrscheinlich eine gewisse Priorität, stelle ich mir vor. Ja, sehen Sie, Herr Jahn, wir als Partei planen wir natürlich visionär und langfristig in langen Zeitläufen. Aber natürlich müssen wir auch die alltäglichen Herausforderungen angehen. Beides tun wir gewissenhaft und beides tun wir sehr gründlich. Und beiden Zeithorizonten werden wir uns widmen. Also von daher werden wir das die Woche miteinander besprechen. Es gibt noch eine Nachfrage, ja. Auf das Mikro. Noch eine kleine Nachfrage zum Thema Partei. Das heißt, also wenn man das vorschlägt, ist natürlich die Frage, was ist damit gemeint, was ist ein Konvent? Und ich hatte das gelesen, dass eben Sören Pellmann vorgeschlagen hat, nochmal angeguckt, also dass Parteivorstand und Fraktion sich zu einem Parteikonvent zusammenzufinden, noch vor der Neuwahl des Fraktionsvorstandes. Das war die Idee.
Und der sind wir nachgegangen und haben jetzt auch nicht gewartet, natürlich bis zur Parteivorstandssitzung, weil wenn wir so lange gewartet hätten, dann hätten wir ja heute schwerlich zusammenkommen können, also vor der Fraktionsklausur. Von daher haben wir diesen Vorschlag aufgegriffen und halt in der Kürze der Zeit, und das geht es ja auch nicht eben in einem digitalen Format. Und am Wochenende wurde darüber hinaus nochmal besprochen, welche weiteren Möglichkeiten es gibt. Und da ist ja auch ein Beschluss gefasst worden zur Frage, wie wir eben die Debatte auch mit den Ländern, mit den Kreisen, Kreisvorsitzenden auch weiter führen können. Das haben wir am Wochenende so besprochen. Aber wenn wir bis vorgestern gewartet hätten, dann wäre ja das gar nicht mehr möglich gewesen vor der Klausur. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich fürs große Interesse und wünsche allen eine schöne Woche. Tschüss.